Willkommen zu Focus News. Am nächsten Mittwoch, 8. Juni 2011, wird von 18 bis 23 Uhr in der Roten Fabrik in Zürich das 100. KOFO gefeiert. Die Veranstaltung wird von den drei Vereinen Sichtbar Gehörlose Zürich, Rote Fabrik und dem Gehörlosen Sportverein Zürich organisiert. Nach der Eröffnung mit Apero findet die Talkshow mit prominenten Gästen statt. Mehr Informationen über unten stehenden Link. Vom Donnerstag, 16. Juni bis am Sonntag, 19. Juni 2011 findet in Fribourg das Musik- und Theaterfestival Makellos statt. Eine europäische Veranstaltung. Am Freitag, 17. Juni 2011 wird für gehörlose Menschen ein Spezialprogramm angeboten. Die fünf Musiker der Musikgruppe Insieme Tango aus Basel zeigen argentinische Tangomusik, begleitet von Poesie und lustigen, verrückten Geschichten. Die Miss Handicap Schweiz 2009, Corinne Barra, moderiert die Musikgruppe und der Verein MUX wird das Tango-Konzert in Gebärdensprache übersetzen. Die Visualisierung wird von Joël De Giovanni übernommen. Weitere Informationen und Ticketreservationen auf www.mux3.ch. Die britische Zeitung The Guardian druckte einen Bericht zum Thema Gehörlosigkeit und Untertitel im Kino. In Großbritannien sind die Gehörlosen mit ihren Kinobetreibern nicht zufrieden und haben das Vertrauen in sie verloren. Gehörlose erleben oft eine böse Überraschung. Kinofilme werden mit Untertitel ausgeschrieben, jedoch beim Kinobesuch stellt sich heraus, dass es keine Untertitel hat oder nur manchmal. Die digitale Technologie wäre vorhanden. Wenn Gehörlose die fehlenden Untertitel beanstanden, gibt es seitens Kinobetreiber eine kurze Entschuldigung und ein Gratisticket für einen anderen Film. Aus diesem Grund entscheiden sich Gehörlose oft dafür, einfach zu Hause eine DVD zu schauen. Die Internetseite der Kinobetreiber ist ungenau und unzuverlässig. Es gibt nur an ausgewählten Tagen Untertitel. Gehörlose gründeten daraufhin eine eigene Homepage www.yourlocalcinema.com mit Auflistungen über untertitelte Filme und die Möglichkeit zum Austausch. Tyrone Woof startete dazu eine Facebook-Gruppe mit dem Titel Gehörlose Menschen sind an 7 Tagen der Woche lebendig, nicht nur an Sonntagen, Montagen oder Dienstagen. Die Gruppe hat bereits über 700 Mitglieder. Wolf meint, dass die Kinobetreiber glauben, Geld zu verlieren, wenn sie Filme mit Untertitel zeigen, da sie vermuten, dass hörende Menschen keine Untertitel mögen. Der Autor des Zeitungsartikels fordert mehr Respekt von den Betreibern für die Gehörlosen. Zudem sollen Lösungen gefunden und einen verbesserten Kundenservice angeboten werden. Nächstes Wochenende am 3. und 4. Juni feiert der Gehörlosensportclub Aarau in Keisten, Kanton Aargau, sein 25-jähriges Jubiläum. Während 2 Tagen finden verschiedene Turniere statt. Am Freitag, 3. Juni, findet das Beachsoccer-Turnier mit 8 angemeldeten Schweizer Mannschaften statt. Am Samstag, 4. Juni, werden gleich 3 Turniere ausgetragen. Das Fußballturnier mit 20 Mannschaften, davon 7 Mannschaften aus Deutschland. Als zweites findet das Badminton-Turnier mit 30 Spielern aus 6 verschiedenen Ländern statt. 19 Spieler sind aus der Schweiz, 6 aus Österreich, 2 Italien, 1 Dänemark, 1 Frankreich und 1 aus Deutschland. Das dritte Turnier ist ein Schachturnier mit 8 Schweizer Spielern. Am Freitag und Samstagabend werden Kameradschaftsabende mit diversen Attraktionen wie Auslosungen, Preisverleihungen, Spiele, Barbetrieb, Unterhaltung und mehr angeboten. Wer noch an einem Turnier teilnehmen möchte, kann sich noch bis am Freitag, 3. Juni anmelden. Wir vom Focus 5 Team suchen für nach den Sommerferien für die Sendung Focus News neue Moderatoren. Wer Interesse hat, kann uns kontaktieren und eine Bewerbung auf jobs@focus5.tv senden. Mehr Details dazu in der unten stehenden PDF-Datei Stellenausschreibung. Das war's für Focus News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.